Hey, ich bin Max Kolste und ich habe mir gedacht, ich mache mal wieder ein Video und zwar zeige ich euch meine aktuelle Liste von Pure Orcus, beziehungsweise eher so eine kontrolllastige Orcus-Liste, sagen wir es mal so. Ich wollte mal das Deck, beziehungsweise das Archetype ohne Lunar Lights probieren, weil das Problem mit der Lunar Light Engine ist einfach, dass du zwei Kartenkombos hast, nur zwei Kartenkombos, du hast keine einzige One-Card-Kombo. Und das wollte ich halt ändern. Ich hatte immer die Intention gehabt, Orcus zu spielen mit einer One-Card-Combo. Und das kann ich halt mit der Liste ziemlich gut machen. Deswegen habe ich mich entschieden, das mal zu spielen. Ich war sehr zufrieden gewesen. Das Deck hat super funktioniert, bis auf einmal. Hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das weiterhin spielen möchte. Vielleicht finde ich eine andere komplett Engine. Die lasse ich noch offen für die nächsten größeren Events. Ein Hammer, ein Griffer. Also, ich bin ein großer Fan von Armaniten Griffer. Viele spielen halt den Armanet nicht, aber viele spielen halt den Griffer. Wie ich das bei anderen Listen gesehen habe, nach den ganzen größeren Events, die jetzt stattgefunden haben. Also, Griffer ist gar nicht mal so bad. Das ist halt ziemlich cool. Wenn du mit World Wand oder Harp Horror oder Nightmare startest, kannst du mit dem plus Köffer, natürlich, kannst du eigentlich die Combo ohne Merit machen, was halt richtig cool ist. Ansonsten, wenn du mit den beiden startest, plus Engage, hast du eigentlich noch einen Savage am Ende. Das ist halt auch ziemlich nett. Das sind super Karten, Going First und Going Second auf jeden Fall. Und ich mochte Armaniten Greffer schon seit der Dark Warrior-Zeit. Und seitdem spiele ich die Karten einfach. Die habe ich auch gespielt, bevor Bardic gebannt wurde, und da hat es mir super viel Spaß gemacht, die zu spielen. Und ich mag die immer noch bis heute. Kannst halt auch deine Orcus-Viecher reinlegen, was auch ziemlich nett ist. Das Rep-Recycler. Ist eine uralte Karte, die letztens Reprint bekommen hat, bei Fist of the Gadgets. Was die sagt, ist, wenn die genobbelt oder gespecialt wird, darfst du ein Maschinenmonster von der Ecke auf den Friedhof legen. So, erster Gedanke, man kann die Orcus-Viecher vom Deck auf den Friedhof legen. Und was man auch reinlegen kann, ist der Olein. Olein sagt, wenn der ja auf den Friedhof kommt, kannst du einen Token specialen. Also Scrap Recycler ist quasi eine One-Card-Combo. Was man sich überlegen kann, ist, dass man drei Oleins spielt. Warum drei Oleins? Der Grund ist eigentlich, Olein ist halt eine One-Card-Combo. Du legst den weg für Almirage, kriegst dein Token, hast dann eigentlich ein Monster. Easy. Kann man sich auch überlegen. Ist mir erst mitten im Turnier eingefallen, weil ich das Deck 10 Minuten vor, in 10 Minuten gebaut habe auf Locals gestern. Estrudo, ja, falls ich irgendwie mit Armaknight oder Greffer die Combo starten muss, über Mermaid, dann muss ich halt eine Karte haben, die ich reinsenden kann und was dann quasi direkt die Combo ist. In dem Fall Estrudo. Zwei Orcus Nightmare, drei Harpfeurer. Wenn man das Deck ohne einer anderen krassen Engine wie die Lunar Engine spielt, sollte man auf jeden Fall drei Harpore spielen. Und dann Skeletten World Wand. Das muss ich eigentlich gar nicht mehr erklären. Ich finde, man sollte immer noch nur ein Skeletten spielen. Zwei ist nicht nötig. Also, wenn man das Deck gut beherrscht und man es halt ein bisschen länger spielt, wird man bemerken, dass man nur ein Skeletten braucht. Hat man das allererste, was man reinmischt, ist Nightmare und dann kommt es darauf an, was man so reingesendet hat. Harpore ist das allerletzte, was ich reinmische. Also Nightmare reinmischen natürlich. Harpore ist die letzte Karte, die ich wirklich reinmische, weil ich spiele davon drei Kopien. Wieso sollte ich dann einfach Harpore reinmischen, wenn ich dann einfach sowas reinmischen kann? Und dann halt die ganze Zeit die ganzen Viecher reinsenden kann und die mit Harpore eh specialen kann und den auf den Friedhof lege und dann wieder die reinsenden muss. So funktioniert das eigentlich und so kann man eigentlich das Grindgame beherrschen. Dann, wie gesagt, ich habe 9 Handjobs gespielt, 3 Aschen, 3 Ogre, 3 Wailer. Das ist jetzt darauf basiert, wie populär jetzt die Decks bei mir auf Locals sind. Asche ist halt gut gegen alles natürlich. Ogre, es gibt Leute, die Pendulum spielen, aber es gibt so einen Spieler, der spielt dieses Phantasma-Spiral-Deck und ich weiß, dass Ogre gut gegen gegen die Fates-Bälle ist. Und Wailer, er ist halt gut gegen Salamon. Ja, gibt's da nicht viel zu erklären. Das sind gute Handjobs. Man kann sich überlegen, was anderes zu spielen. Man kann vielleicht ein Burnout spielen über Wailer.
Könnte vielleicht Lockbird spielen, weil man echt Angst hat vor Thunder Danger. Aber ich glaube nicht, dass Thunder Danger hier unglaublich populär sein wird, im Gegensatz zu Amerika, wo Thunder Danger komplett populär ist. Das ist dann Geschmackssache, was man spielt. Spells, 3 Instant Fusion, sowohl Extender als auch Winder Combo. Für gegen Sekten auch gar nicht so schlecht, weil du dann den Fausteneis beschwören kannst und damit ein Monster aufsaugst. Und somit auch einige Geld rausbaiten kannst. Und dann einfach, keine Ahnung, einmal das Normals und spielst einfach durch. Das ist halt richtig cool. 3 Coldplay-Würfe, ich hasse Handjobs. Das ist wohl das Standard. Das hier ist den größten Erzfeind. 3 Twins, Locals, deswegen Twin. Würde ich größere Events spielen, würde ich tatsächlich keine Twins mehr spielen. Und die nur noch im Side-Deck spielen. Hat seine Gründe. Wird wahrscheinlich ein Tendi spielen, wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Wenn man Pure Ox spielt, sollte man auf jeden Fall das Strike Engine spielen. Weil es eigentlich eine One-Card-Combo ist. Was nicht fair ist. Und würde die Engage in Ultra rauskommen, würde ich auf jeden Fall Ultra West spielen. Weil die sind immer noch geliehen. Klassiker. Foolish, Roter, Babel. Und was jetzt eine Popular Choice geworden ist, unter den Orkus-Spielern, ist zwei Crescendos spielen. Der Grund dazu ist, wenn man halt mit Crescendo Babel startet, was halt richtig cool ist, und man einen Crescendo schon aktiviert hat, im gegnerischen Zug, aktiviert man den Endphase einfach die Galatea, setzt einfach den nächsten Crescendo und spielt einfach durch und rotiert den Gegner. Das ist halt richtig cool. Wenn man, vor allem wenn man in die Richtung gehen will, dass man das Spiel kontrollieren möchte und dann den Gegner tötet. Exaktiv müsste eigentlich selbsterklärend sein. Kagari, Mermaid, Phoenix, Tavros, die beiden legen Vierer, Bomber und Bauswort. Ich habe überlegt, nicht Bomber zu spielen, sondern Bowload, weil ich gedacht habe, es gibt so viele Leute, die Thunder spielen. War es aber nicht. Zum Glück. Drei Galatea, Lonkiesso und zwei Dinkiesso, die kommen bei irgendwann bald in Ulti, die muss ich mal ziehen. Hoffe, JK gönnt. Winder, Thousand-Eyes und Bold Savage. Wenn ihr möchtet, kann ich gerne ein Video machen, wo ich ein bisschen mehr Orkus erkläre, was man so da für Dinge macht. So First Turn, was für Sachen man macht, was für Varianten es gibt. Ich könnte auch eine Serie machen, theoretisch, wenn ich Lust habe. So ein bisschen erklären, wie man das so wirklich perfekt spielt. Was heißt perfekt? Ziemlich gut spielt. Ich spiele das Deck schon lange genug und ich bin da ziemlich erfolgreich mit dem Achter, was mich unglaublich freut. Das ist zu einem meiner Lieblingsdecks geworden mittlerweile. Und ja, das war's mit dem Pure Orcus Deck befallen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.